In diesem Video möchten wir Ihnen erläutern, wie Sie am besten und am zielgerichtetsten ein Grobkonzept erstellen. Ein Grobkonzept erstellen Sie vor allen Dingen, um Ihren Investoren, Ihren Projektpartnern oder möglichen Fördermittelgebern zu erläutern, welche Maßnahmen Sie durchführen wollen, wer Sie eigentlich sind und welche Kompetenzen Sie haben und wie dieses Projekt zu einem erfolgreichen Ende geführt werden kann. Stellen Sie als erstes dar, wer Sie als Projektträger sind. Wie kommen Sie zu dem Projekt? Wer sind Sie? Sind Sie eine Kommune? Sind Sie ein Verein? Sind Sie ein Zusammenschluss interessierter Bürger, die gerne ein Projekt durchführen wollen? An welchem Ort sind Sie als Projektträger angesiedelt oder wo soll Ihr Projekt wirken? Welche Interessen verfolgen Sie? Haben Sie als Kommune ein Dorfentwicklungskonzept oder ein Stadtentwicklungskonzept? Verfolgen Sie als Verein bestimmte Strategien, beispielsweise mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Dorf oder Ihrem Verein? Wenn Sie ein Verein sind, stellen Sie auch gerne dar, wie lange Sie schon arbeiten, wie viele Mitglieder Sie haben und was Ihre Satzungsziele sind, damit ersichtlich wird, warum Sie als Verein dieses Projekt umsetzen wollen. Ein zweiter wichtiger Punkt, den Sie darstellen sollten, ist der Anlass. Warum wollen Sie dieses Projekt durchführen? Stellen Sie also dar, welche Probleme beispielsweise in Ihrem Dorf oder Ihrer Stadt vorliegen oder welche Bedarfe Sie sehen, die bisher nicht erfüllt sind. Dann können Sie darstellen, welche Inhalte in diesem Projekt genau diese Bedarfe erfüllen sollen. Was wurde vielleicht bereits gemacht? Und was ist noch offen? Wo sehen Sie Bedarfe und Probleme, die Sie gerne ausfüllen wollen? Wer sind vielleicht die Zielgruppen, die Sie erreichen wollen, die bisher nicht erreicht wurden? Und warum trägt dieses Projekt zur Verbesserung Ihres Dorflebens, Ihres Stadtlebens oder zur Beseitigung von Problemen dar? Ein sehr wichtiger Punkt in der Beschreibung Ihres Grobkonzepts ist die Darstellung Ihres Ziels. Bitte beachten Sie, dass ein Ziel nicht die Durchführung einer spezifischen Maßnahme ist, sondern das Ziel ist das Ergebnis, das Sie mit dem Gesamtprojekt erreichen wollen. Achten Sie darauf, dass Ihr Ziel spezifisch dargestellt ist. Spezifisch einerseits, aber auch messbar und attraktiv. Attraktiv bedeutet, wenn Menschen ihre Zielformulierung lesen, sollten sie sich dadurch angesprochen fühlen und sie sollten sich motiviert fühlen, dieses Projekt auch wirklich umzusetzen. Sie sollten allerdings keine Träumereien beschreiben, sondern sie sollten ein realistisches Projektziel darstellen und sie sollten zeigen, dass sie es in einem bestimmten zeitlichen Rahmen umsetzen können und sie bestimmte zeitliche Ziele verfolgen. Das kann durchaus vereinfacht werden, indem sie Teilziele darstellen. Und vor allen Dingen auch, um Missverständnisse gegenüber Fördermittelgebern oder Projektpartnern vorzubeugen, indem Sie klar beschreiben, was nicht Ihre Ziele sind. Genauere Informationen, da wir hier nur kurz auf die Zielstellungen eingehen, können Sie in unserem Video zur Projektentwicklung oder in unserem Video zu Nutzungskonzepten noch einmal nachschauen. Um die Theorie an einem Beispiel zu verdeutlichen, nehmen wir das in den vorhergehenden Videos schon genannte Beispiel eines sanierungsbedürftigen leerstehenden Gebäudes in Ihrem Ortszentrum, das Sie bisher nur vor dem immer weiteren Verfall schützen und damit einfach nur Geld investieren, ohne dass eine tatsächliche Nutzung dabei hinauskommt. Ihr Ziel ist also die Erstellung eines Konzepts für ein Gemeindezentrum, in dem Sie die Bürger in einem Treffpunkt zusammenbringen wollen mit verschiedenen und wechselnden Angeboten, beispielsweise einer zentralen ärztlichen Versorgung, einer Nahversorgung für Ihr Dorf oder einer Anlaufstelle für Touristen. Das Ganze möchten Sie gerne in 3 Jahren umsetzen. Beschreiben Sie beispielsweise klare Nicht-Ziele, nämlich, dass Sie die Planungsleistungen selber erbringen wollen, sondern dass Sie diese stattdessen an einer Vergabe an externe Unternehmen ausgeben. Oder stellen Sie auch klar dar, dass nicht das Ziel ist, dass Sie Ihre Verwaltungsräumlichkeiten in diesen Ort umverlagern. Daran anschließt eine Vorhabensbeschreibung. In dieser geben Sie ganz klar wieder, was sind die Teilabschnitte und vor allen Dingen die Maßnahmen in Ihrem Projekt.
Einerseits stellen sie investive Maßnahmen dar, also beispielsweise Baumaßnahmen oder die Herstellung von Strom- und Gasanschlüssen fallen darunter. Sollte es Teil Ihres Projektes sein, auch Personalkosten oder Sachkosten mitfinanzieren zu wollen, dann sind dieses nicht investive Maßnahmen. Teilen Sie gerne Ihr Projekt der Übersicht halber in Teilprojekte auf. Das kann beispielsweise, um den Bezug zu unserem Beispielprojekt konstant zu halten, kann Teilprojekte thematische Teilprojekte sein, also beispielsweise Gesundheit, Tourismus oder Bürgertreffpunkt, Zusammenhalt im Dorf oder räumliche Aspekte. Sie zeigen auf Lageplänen die einzelnen Räume und stellen dar, welche Nutzung die einzelnen Räume bekommen sollen. Oder Sie nutzen einen zeitlichen Ablaufplan, beispielsweise mit Ihrem Bauablaufplan, um zu zeigen, wie das Projekt voranschreiten soll. Wichtig für Fördermittelgeber ist beispielsweise auch immer ein Nutzungskonzept. Stellen Sie klar dar, gerade wenn Sie eine Kommune sind und ein Gebäude oder Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, dass Sie darstellen können, wer sind die zukünftigen Nutzer, wenn nicht Sie als Kommune es selber oder Sie als Verein es selber sind, sondern Sie beispielsweise nur Räume zur Verfügung stellen wollen. Wer sind die Nutzer und wer sind die Zielgruppen? Das können unter Umständen dieselben Gruppen sein, unter Umständen können diese aber auch unterschiedlich sein. Bedenken Sie das gut in Ihrer Projektkonzeption, um auch darstellen zu können, wann, wie, wer, welche Räume ausnutzt und um darzustellen, dass das Projekt wirklich einen Bedarf erfüllt, den Sie in Ihrem Dorf sehen. Da wir hier nur kurz auf das Nutzungskonzept eingehen, möchte ich Sie gerne auf das Video verweisen, das wir nur für Nutzungskonzepte bereits erstellt haben. Schauen Sie gerne da auch nochmal nach. Am Beispiel unseres leerstehenden Hauses im zentralen Kern Ihres Dorfes kann ein Nutzungskonzept ganz einfach in einer tabellarischen Darstellung dargestellt werden. Sie sehen die räumlichen Einheiten mit den jeweiligen Quadratmeterangaben, die inhaltliche Nutzung, die dafür vorgesehen ist und die Zielgruppen, die Sie damit erreichen wollen. Sie sollten in Ihrem Grobkonzept auch klar darstellen, wer ist für welche Aufgaben in der Durchführung des Konzepts wie auch im späteren Betrieb verantwortlich. Also wer ist der Projektträger, wenn Sie es nicht selber sind? Wer ist gegebenenfalls der Eigentümer und welche Beziehungen oder welche Abhängigkeiten bestehen da? Wer ist der Gesellschafter oder der Betreiber und welches Betriebskonzept stellen Sie sich vor? Wer ist für was verantwortlich und auch welche Kooperationspartner haben Sie? Warum haben Sie diese und welche Aufgaben übernehmen die einzelnen Kooperationspartner? Wichtig ist unter Umständen auch, von den Kooperationspartnern Absichtserklärungen einzuholen, sogenannte Letter of Intents oder LOIs, damit Sie beim Fördermittelgeber auch klar belegen können, dass der Bedarf, den Sie dargestellt haben, auch tatsächlich da ist. Ein Kern Ihres Grobkonzepts ist der Kosten- und Finanzierungsplan. Dieser ist besonders wichtig, wenn Sie Fördermittel beantragen wollen oder mögliche Investoren suchen, um zu zeigen, dass Ihr Projekt tatsächlich finanzierbar ist und auch wirtschaftlich zu betreiben ist. Sie stellen dabei auch in einfachen tabellarischen Darstellungen Ihre Ausgaben den Einnahmen gegenüber. Achten Sie dabei immer darauf, dass die Zeiträume, die Sie zeigen, um Ausgaben und Einnahmen gegenüberzustellen, dieselben sind und Sie sich auf dieselben Aus- und Einnahmekategorien beziehen. Sie sehen hier am Beispiel unseres leerstehenden Gebäudes im Dorfkern eine einfache Ausgabendarstellung mit den Kostenarten, die sich über 3 Jahre verteilen und den Gesamtausgaben, die Sie haben werden. Dieselbe Darstellung können Sie für Einnahmen machen und diese gegenüberstellen. Am Ende ergibt sich keine oder eine Förderlücke, mit der Sie argumentieren können, warum Sie gerne Fördermittel beantragen oder Investoren suchen. Am Ende Ihres Grobkonzepts sollten Sie nochmal ganz ehrlich sein und überlegen, welche Risiken gehen wir mit diesem Projekt eigentlich ein, als Verein, als Kommune. Überlegen Sie sich, was kann schiefgehen in der Bauphase oder beziehungsweise in der allgemeinen Umsetzungsphase, aber auch in dem späteren Betrieb. Ein Projekt können immer die steigende Inflation oder Kredite sein, die Sie dafür aufgenommen haben. Auch der Fachkräftemangel ist ein Problem, das Ihnen entgegenkommen kann, wenn Sie Handwerkerbetriebe beauftragen
oder späteres Fachpersonal anstellen wollen. Auch fehlende oder teurer werdende Baumaterialien sind ein oft auftretendes Problem. Diskutieren Sie in Ihrem Grobkonzept diese möglichen Probleme und Risiken ehrlich und gehen Sie diese mit möglichen Lösungsansätzen wie zusätzlichen finanziellen oder zeitlichen Puffern, die Sie in Ihrem Ablaufplan einplanen, mit ein. Haben Sie alle diese Teile erfolgreich niedergeschrieben und in Ihr Grobkonzept gebracht? Herzlichen Glückwunsch! Dann haben Sie Ihr Grobkonzept abgeschlossen und können es erfolgreich beim Fördermittelgeber oder bei möglichen Investoren einreichen. Gerne stehen wir Ihnen als ENO auch zur Verfügung und begleiten Sie auf dem Weg dahin.